Das ist ja Teil 2 unseres Podcastes zu dem Thema Manifestieren in ganz schnellen Schritten. Herzlich willkommen, Helmar Rudolph. Hallo ihr Lieben. Können wir das rausschneiden, Daniel? Ja. Wir haben über das Manifestieren gesprochen und hatten uns letztes Mal das sogenannte Schwein, nein, Pig ist es, angesehen. Warum haben wir die englische Sprache benutzt? Helmer, vielleicht kannst du da gleich noch einmal rein, denn das hat ja Bedeutung. Ja, Pig ist eine Eselsbrücke, ne? Deshalb auch Schwein, Eselsbrücke. Und Pig steht für P-I-G, also, ne? Also persönlich, individuell und göttlich. Und das sind so die drei Komponenten, auf die wir gut Acht geben müssen, beziehungsweise mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Oder dürften, wenn es um die Manifestation geht. Und wir sind ja schon auch über die Glaubensmuster gekommen, die wir dann eben in der Prägung haben oder in unserem Individuellen immer wiederfinden. Wir haben uns dem Thema angenähert, dass wir ein Warum haben dürfen, wenn wir etwas manifestieren wollen, etwas wünschen. Und heute wollen wir, glaube ich, etwas tiefer tauchen. Zumindest wäre das mein großer Wunsch. Wie es schneller gehen kann tatsächlich auch oder vor allen Dingen, wie es sich überhaupt am Ende manifestiert. Denn das Gefühl spielt bei all dem eine ganz wichtige Rolle. Das ist richtig. Würde ich erstmal für einen Moment, wenn ich das darf, hinten anstellen und erstmal in den Vordergrund stellen, dass die Manifestation sehr wohl ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen darf, weil wir sind heute in einer Gesellschaft, so dieser Sofortbefriedigung, alles ist da, ne? Heute kaufen, morgen zahlen. Und keiner ist wirklich mehr bereit, Aufwand zu leisten, um wirklich was von Substanz zu schaffen. Sie meinen, oder das wird ihnen suggeriert, auch durch die Medien, das ist alles da, schnell, schnell, schnell. Aber schnell, schnell, schnell ist halt nicht. Das ist eine Lüge, eine Illusion eher. Es kann sicherlich in bestimmten Bereichen schneller gehen, wenn man Wissen aufgenommen oder erworben hat und es praktisch anwendet. Aber gerade wenn man das tut, kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass bestimmte Dinge einfach Zeit brauchen und dass man auch mit Freude diese Zeit aufbringt, weil, und da sind wir bei den Manifestationen ganz, ganz tief drin, wir wollen ja, dass das Ding von Dauer ist. Wir wollen ja nicht heute eine Million im Lotto gewinnen, die verbraten, weil wir sie nicht halten können und morgen dann die nächste Million gewinnen müssen, so nach dem Motto, weil die erste weg ist. Der Gedanke hat mir gerade sehr gut gefallen, dass das ist ja der Weg ist das Ziel, ja. Also dass auch der Weg dahin genossen werden kann. Ja, nicht nur das. Ich habe ein anderes Bild, nämlich die des tatsächlich physisch Schaffenden, ob das jetzt beruflich ist oder ob du dir eben jetzt zum Beispiel, es wird der Winter, selber ein Vogelhäuschen in deinem Hobbykeller baust oder ein Modellboot zum draußen auf dem See mit der Funkfernbedienung herumschippern. Das sind noch Dinge, das machst du selber, du machst es fertig und dein Herz freut sich dran, es ist real da. Bei dem, was wir in der Gesellschaft hier erleben, ist, dass zu unzähligen Milliarden an Beträgen Geschäfte erfunden wurden, die auf Illusion beruhen. Das heißt, man kann es eben sofort herstellen, weil es nur in Gedanken oder auf dem Papier existiert, es aber kein Mensch anfassen kann. Und diese Lebensart hat uns halt in den letzten Jahrzehnten die Illusion eingebrockt. Es würde alles in unendlichen Dimensionen ganz schnell zur Verfügung stellen. Das tut es aber nicht, denn das, was wirklich real ist, muss quasi, wenn es nicht schon da ist, tatsächlich ja hergestellt werden. Und dieser Prozess ist irgendwie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Na, du öffnest damit natürlich auch ein fettes Fass. Na, das mache ich gerne. Wir stellen uns ja so viel vor, wir wünschen uns ja so viel. Warum wünschen wir uns eigentlich so viel? Warum? Warum wollen wir, warum ist überhaupt der Wunsch da zu manifestieren? Ich glaube, dass das unserer Natur innewohnt, dass wir deshalb inkarniert sind als Menschen und dass sozusagen unser Spaß, unsere Freude ist, uns da auszuprobieren. Das ist ja wie ein großes Abenteuerland. Ja, da hast du schon viel mehr gesagt, als die meisten, glaube ich, verstehen werden, dass wir auf dieser Erde sind, sozusagen diese dichteste Dimension geworfen wurden. Und diese dichteste Dimension aufgrund ihrer eigenen oder ihres eigenen spirituellen, nicht körperlichen Ursprungs ihnen natürlich gewisse, ich möchte nicht sagen Probleme bereitet, aber Herausforderungen stellt, mit denen sie umgehen müssen. Und dann gibt es diejenigen, die sich darüber beklagen und sich beschweren, im wahrsten Sinne des Wortes, Klage und Schwere. Und andere, die das, wie du das gerade schön ausdrücktest, das als Spiel sehen oder mit einer gewissen Leichtigkeit rangehen und auch eben den Weg als Ziel sehen, nämlich den Fortschritt, den sie erzielen, die Einsichten, die Erkenntnisse, zu denen sie auf dem Weg oder währenddessen kommen und gar nicht mal so das Ziel selbst. Mhm. Und dann, was ich eigentlich sagen wollte, ist es ja so, dass du dir nur was wünschst, wenn du meinst, dass du diese Sache noch irgendwo brauchen würdest. Aber
wenn du deine Aufmerksamkeit mal ein bisschen umlenken würdest und eine Wertschätzung entwickeltest, Konjunktiv übrigens, dann würdest du feststellen, dass du mit der Zeit wunschlos wirst. Gerade weil deine Aufmerksamkeit auf so viele Dinge gerichtet ist, für die du dankbar sein kannst und die dich so erfüllen, die dein Leben so bereichern, dass du gar nicht mehr den Wunsch nach was anderem hast. Klar, du kannst, natürlich, das liegt in der Natur der Sache, weil es halt unendlich viele Dinge gibt. Und es gibt auch für das neue Modell immer wieder ein Update, ob das nun ein Telefon, ein Laptop, ein Auto oder was weiß ich auch ist. Aber muss das sein? Macht mich das glücklicher? Bereichert mich das? Diese Frage darf sich jeder gerne mal stellen. Ja, zum Beispiel fällt mir jetzt dazu ein, sag ich, braucht es, als wenn wir bei diesen Wünschen sind, ja, braucht es ein neues Auto als Wunsch oder braucht es den Wunsch, überall zur rechten Zeit zu sein? Ja, das sind ja, ist ja ein massiver Unterschied und das eine würde bedeuten, eine Blechkiste zu haben, mit der man irgendwo hinfährt und das andere bedeutet quasi die universelle Möglichkeit, jederzeit dort sein zu können, wo man eigentlich sein möchte. In Lichtgeschwindigkeit würde ich dann gerne. So, und der kommerzielle Gedanke ist dabei, tritt dabei gar nicht auf, was nicht heißt, dass man den ausklammern muss, sondern es ist eben eine ganz andere Sichtweise auf den ursprünglich gleichen, mal Gedanken vielleicht nicht, aber das gleiche Bild als solches und man sagt, okay, ich will irgendwie irgendwo ankommen. Ja, irgendwo ankommen ist, sagen wir mal so, es muss ja kein Entweder-Oder sein. Na, es kann ja durchaus sein, dass man sich auf viele schöne kleine Sachen konzentriert, fokussiert, die in das eigene Bewusstsein einlädt, sie dort wertschätzt und dort Fülle entwickelt und dennoch irgendwo ein paar Sachen hat, wo man sagt, Mensch, okay, das würde ich gerne noch haben. Und dieses Haben ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, nichts anderes als einfach nur ein bisschen erweitertes Bewusstsein bezüglich dieser einen Sache oder dieses Zustandes. Ja, obwohl es mir dabei gar nicht um Ausschließen ging, sondern nur um das Aufzeigen von, man könnte das also auch ganz anders betrachten, wenn es um das Thema der Mobilität geht, nämlich von viel weiter oben, indem man sagt, so, ich würde gerne, wir hatten gerade einen Text verfasst für ein Projekt, was wir gerade vorbereiten, ja, und wenn es heißt, ich würde gerne überall sein und zwar gleichzeitig. Das ist doch ein interessanter Gedanke und vor allen Dingen ist das eine Aufgabe, oder findest du nicht? Ja, ist es. Ist es. Ich meine, willst du überall gleichzeitig sein? Kannst du, wenn du überall gleichzeitig wärst, das überhaupt genießen? Kannst, und das ist auch ja das, wenn du, na, bezüglich der Sofortbefriedigung, na, wenn du das sofort hättest, kommt nicht der Genuss oder beinhaltet der Genuss nicht eine gewisse Zeitkomponente? Ja, da stehen wir wieder bei der Frage, möchte ich in die Zukunft schauen können? Denn wenn ich es könnte, macht es dann das Leben überhaupt noch lebenswert? Wenn man alles sofort hätte, nicht. Absolut nicht. Vor allem würde es das Leben gar nicht mehr existieren, weil das Leben ja auch eine Zeitkomponente beinhaltet. Und wenn wir diese Zeitkomponente rausnehmen, würde sich das Leben in jeglicher Form für uns sofort, würde das Leben für uns in jeglicher Form sofort verschwinden, kollabieren, in sich zusammenbrechen. Bleiben wir aber mal bei der Perspektive des Erschaffens. Ich wollte gerade sagen, Jungs, es ist ja schön, wie ihr hier so ein bisschen hin und her denkt, orakelt oder auch eben tiefer geht. Aber ich würde sehr gerne zu meinem Manifestieren zurückkommen und die Komponente des Fühlens mit reinbringen, lieber Helmer. Und dann auch nochmal auf unser Pick schauen, was das damit zu tun hat. Ja, ich möchte da kurz die Brücke schlagen, wenn ich das darf. Und zwar hat ein schlauer Mann mal geschrieben, dieses geschulte Wünschen führt aber zu einem wunschlosen Zustand, da man lernt, eins zu werden mit dem, was man sich wünscht. Dadurch schwindet die Distanz zwischen dem Wünschenden und dem Wunsch. Man ist bereits das, was man sich geistig vorstellt. Und je schneller man diesen Gefühlszustand hervorrufen kann, dementsprechend auch diese, die Gefühle, desto schneller nehmen wir auch dessen Darstellung am Außen wahr. Jetzt könnt ihr dreimal raten, wer dieser schlaue Mann war. Ja, du wahrscheinlich. Ist es in einem deiner Bücher zu finden oder Charles Hanel? Nö, das war ich diesen Mal. Ja, hat mir gefallen, denn du sagst es, das, was ich mir wünsche, was ich manifestieren will, schon zu fühlen, als wäre es real bei mir, mit mir oder ich habe den Zustand schon erreicht. Und da kommen wir ja genau auch an den Haken. Wie geht denn das mit dem, ich sage immer, Frequenz hoch oder genau diese Schwingung, dieses Potenzial zu fühlen und, das Wichtige, diese Energie zu halten? Naja, es bedarf eines gewissen Verständnisses, weil dem Gefühl zuvor geht ja der Wunsch, haben wir ja festgestellt. Warum wünsche ich mir was? Weil ich etwas zu verwirklichen suche. Wie kann ich es verwirklichen? Indem ich mich geistig damit befasse. Dadurch, dass ich mich geistig damit befasse, erstelle ich eine Verbindung zwischen mir, meinem Intellekt, meinem Verstand und dem großen Lagerhaus da im Himmel,
wo alles als Potenzial, als Möglichkeit besteht. So, da ich weiß, dass der Geist, das Bewusstsein nichts anderes ausdrücken kann als sich selbst, weiß ich ja, dass wenn ich mich mit dieser Sache, dieser bestimmten Qualität, diesem Wunsch befasse, das eben auch genauso zum Ausdruck kommt. Und weil dem so ist, komme ich eben auch gleichzeitig in das Gefühl rein. Weil das Ding ist ja quasi schon da. Das heißt also, ich wünsche mir ja nichts, was nicht irgendwo, sagen wir mal, so eine Auswirkung auf meinen Gemütszustand hat. Ich wünsche mir ja nichts Schlechtes, Übles, sondern ich wünsche mir ja etwas, was mich irgendwo bereichert und wo ich mich gut fühle. Das soll ja irgendwas zu meinem Leben hinzufügen, also auf eine positive Art und Weise. Ja, und dementsprechend ist das sozusagen implizit im richtigen Denken drin. Ja, also gar nicht mal im Wünschen, sondern im richtigen Denken drin, dass das Gefühl damit einhergeht. Das ist sozusagen eine Begleiterscheinung des richtigen Denkens, weil ich mir ja irgendwas ausdenke, was harmonisch ist, was liebevoll ist, was bereichert, was einfach schön, gut und wohlwollend ist. Ich drücke für die Rationalisten diesen Begriff Gefühl mal aus als in die Lage versetzen, geistig. Ja, also ein Bild für sich dafür aufmachen und sich da hineinbegeben, emotional. Einfach damit es nochmal auch anders angefasst werden kann. Mein Gedanke dazu war auch, du hattest ja das Lagerhaus angesprochen und die unendlichen Möglichkeiten aufgrund der Größe des Lagerhauses. Frage ans Gewissen, an die uns lauschen, die uns ihre Lebenszeit schenken. Wir hatten auch das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass es schwer ist für die Menschen, in diesen wirklichen eigenen Spiegel zu schauen, um sich dort zu erkennen und auch zu schauen, was bin ich wirklich und wenn ich irgendwo hin will, was müsste ich ändern? Wenn doch alle möchten, dass es ihnen besser geht, unter der Wichtung, dass zum Beispiel die Finanzen dabei eine relevante Rolle spielen. Frage, wie viele der Menschen, die das wirklich interessiert, haben angefangen, Bücher zu lesen von Menschen, die das wirklich können. Ja? Self-Made-Millionäre aus dem Finanzwesen zum Beispiel haben ja auch eigene Publikationen zu ihrem Lebensweg und so weiter. Wer hat das wirklich gelesen? Da gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, aber es geht natürlich die Frage an die, die einen Lösungsansatz suchen für sich. Wenn ich sage, wenn dort das Interesse liegt, weil dort Veränderung gebraucht wird, warum ist dieser Schritt nicht schon längst gegangen, sich darüber in dieses Thema und auch in sich selbst hineinzuversetzen, um die ersten Veränderungen, in welcher Form auch immer, zu manifestieren? Die Antwort darauf ist einfach. Einfach, weil es an Willenskraft mangelt. Weil die Willenskraft ist notwendig, und da hatte ich vor ein paar Wochen mal einen Livestream dazu gemacht, die Willenskraft ist notwendig, um sich aus der Bewegung in die eine Richtung, die man vielleicht über Jahre eingeschlagen hat und nachverfolgt hat, aus dieser Richtung zu befreien und in die andere Richtung zu gehen und in eine Richtung zu bewegen, die ja grundsätzlich erstmal neu ist, die nicht vertraut ist, wo es Fragen gibt, wo vielleicht Zweifel bestehen. Die Unsicherheit basierend auf der geglaubten Unvorhersehbarkeit gegenüber der geglaubten Vorhersehbarkeit im eigenen Leben. Ja, dadurch, dass man davon ausgeht, dass man das Leben im Griff hat und dass das kontrolliert abläuft, sich auf ein neues Terrain zu begeben und dort, naja, mit Versagen oder negativen Momenten in Berührung zu kommen, das ist eben die große Krux, mit der man umgehen muss. Große Menschen allerdings sind öfter gescheitert, als sie erfolgreich waren, nur weil sie an diesem Scheitern so enorm gewachsen sind, konnten sie die Größe erreichen, die sie am Ende hatten. Ja, aber um zu scheitern, haben sie überhaupt erstmal was getan. Das heißt, sie sind in die Handlung gekommen und sie sind in die Handlung eben in die neue Richtung gekommen und sind da vielleicht erstmal gescheitert. Das ist ja wie das Baby, was die Richtung kennt, ich liege auf dem Rücken oder ein Bett getragen, und dann geht es auf einmal in die Richtung, oh, ich kann krabbeln und ich kann laufen, und also zumindest das versuchen. Und das scheitert da ja auch. Aber es gibt auch nicht auf, aber es hat zumindest erstmal die Anstrengung unternommen, sich in eine neue Richtung zu bewegen. Jetzt sind wir beim Gefühl und beim Hineinversetzen. Das gefällt mir ganz gut. Was ist denn aber, wenn ich dieses Hineinversetzen wieder verliere auf dem Weg zu meinem Ziel? Was ja nicht ganz selten vorkommt, ja? Nein, das tust du eben nicht, weil du ganz genau weißt, dass am Ende der Bahnstange, also am Ziel, das herauskommt, was du dir vorgestellt hast. Und warum solltest du dir überhaupt was Neues vorstellen, wenn du nicht bereit bist, den Weg zu gehen bis zur Verwirklichung? Ich meine, da kannst du ja doch auch die Vorstellung schenken. Ja, aber ich glaube, lieber Helmer, und da spreche ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, da
sind dann Projekte im Raum, die ich mir wunderbar in diesem ersten Impuls vorstellen kann. Ich kann die wirklich mit Energie füllen. Ich kann die beleben, ja. Also die sehe ich vor meinem geistigen Auge und ich kann mich total hineinversetzen. Und dann ist es ein Prozess von mehreren Wochen oder vielleicht Monaten. Und dann irgendwie auf diesem Weg kommt dann der Zweifler. Dann klopft jemand an da oben und sagt, glaubst du wirklich, dass du das schaffst? Ah, da kommst du doch gar nicht hin. Und was noch für Stimmen dann so laut werden. Und ich glaube, dass ich da nicht die Einzige bin. Und wie schaffe ich es dann aber, diese, ich sage dann immer, Frequenz hochhalten, wie ich dann eben doch weiter mich in dieses Ziel hineinversetzen kann, und um am Ende das zu erreichen, was ich mir manifestieren wollte. Und nicht möglicherweise ein Fauxpas auf dem Weg oder irgend so ein Klotz dann noch kreiere. Und nicht das Gute vom Ende habe, sondern eine Baustelle oder sowas. Naja, grundsätzlich ist es eine Frage, und da wären wir jetzt eigentlich ziemlich am Anfang dessen, was im Master-Key-System vermittelt wird, bin ich in der Lage, meine Gedanken zu kontrollieren? Habe ich mir diese Fähigkeit angeeignet, Gedanken zu kontrollieren? Gedanken zu kontrollieren heißt ja nicht, starr an ihnen festzuhalten, sondern es heißt ja, abzugleichen. Das heißt, den Ist-Zustand, der stellt es sich für mich gerade so dar, wie ich es gerne hätte. Und wenn nein, welche Korrekturmaßnahmen muss ich einleiten, damit das wieder so ist, wie ich es gerne möchte? So, und um da auf dein Beispiel zurückzugehen, wenn du nicht in der Lage bist, deine Gedanken zu kontrollieren, kannst du auch dich auch nicht im Moment fangen, oder fängst du dich auch nicht im Moment und bist dadurch nicht in der Lage, einen Richtungswechsel vorzunehmen. Hast du die Gedankenkontrolle, nimmst du diesen Fauxpas wahr, aber offerierst dann gleich eben dieses starke Gegenargument oder diesen Gegenvorschlag, weil du weißt, dass das Unterbewusstsein auch den akzeptieren wird. Und den musst du dann eben dauerhaft aufrechterhalten. Das heißt, wenn du immer wieder mal da nicht über die Stränge schlägst, aber diese Fauxpas hast, fehlschlägst, stolperst, scheiterst, etc., scheiterst nicht, aber stolperst, dann musst du das eben so lange machen, bis du auch da wieder durch diesen Gegenvorschlag, durch diese Kontrolle eine neue Gewohnheit geschaffen hast. Also schon liegt Schritt 1, und das ist ja immer nochmal wichtig zu wiederholen, für die, die sich Gedanken machen, wie komme ich auf den Weg, der Schritt 1 ist die Selbstreflexion, und die späteren Schritte sind die wiederholte Selbstreflexion unter den verschiedenen Fragestellungen. Wo stehe ich gerade, wo will ich hin? Ja, natürlich. Und die Selbstreflexion geht Hand in Hand eben mit einem Verständnis dessen, wie Realität durch Bewusstsein oder durch den Denkprozess erschaffen wird. Weil die Selbstreflexion selbst ist ziemlich, ich möchte mal sagen, impotent, wenn es kein Werkzeug gibt, um bei einer Erkennen schlechter oder nicht unerwünschter Umstände, Zustände, Eigenschaften, Qualitäten, da wirklich in eine andere Richtung zu gehen. Das heißt also, man muss den Prozess kennen, weil dann hat man bei dem Erkennen über die Selbstreflexion eben auch das Werkzeug, um eine Veränderung herbeizuführen oder hervorzurufen. Naja gut, dann wären wir natürlich bei diesen sogenannten Kompetenzen dahingehend, wie du erkennst, wo du stehst, und du willst dich ja woanders hinbewegen. Deswegen lässt du diesen Evaluierungsprozess ja an dir stattfinden. Und dann braucht es natürlich Fähigkeiten, / Werkzeuge, um das zu und dort anzusetzen mit dem Maulschlüssel, wo du etwas drehen willst, was auch immer das jetzt als Bild bedeutet. Genau, und das ist ja auch eigentlich in gar keinen Fällen ist das wirklich Raketenwissenschaft. Das ist einfach nur eine kleine Korrektur, die da mental vorgenommen werden muss, aber die bei bestimmten Dingen vielleicht häufiger der Fall oder angewandt werden muss, sagen wir es mal so. Aus deiner Erfahrung als der beste Coach, wo liegt denn so dieses, naja, erfolgversprechendste im Erstimpuls? Was müssen die Leute machen, damit dieser Weg erfolgreich losgehen kann? Gibt es da so wiederkehrende Hauptanker, wo du sagst, da muss man ansetzen, um es leichter zu machen für die ersten Manifestationsschritte? Ja, das mag jetzt ein bisschen sehr weit weg sein, im wahrsten Sinne des Wortes, und ein bisschen abgehoben und spirituell klingen, aber aus meiner langjährigen und sehr ausführlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es letzten Endes die Erkenntnis ist, die Einsicht, das Verständnis in gewisser Hinsicht auch des Einsseins mit dem großen Ganzen. Das heißt, dass wir Teil eines Ganzen sind, in dem wirklich alles da ist oder über unsere Denkkräfte, Denkvorgänge alles verwirklicht, manifestiert werden kann. Dass wir nicht außerhalb des Alls sind, dass das All eben auch uns
mit einbeschließt. Und dass uns das immer die mentale Brücke schafft, die mentale Verbindung schafft zwischen uns, dem es oder der es ja an etwas mangelt und dem, wo dieser Mangel bereits behoben ist. So, und dann ist es halt nur noch eine Frage, wirklich nach der Anerkennung dieser Allmacht zu sagen, okay, ich bin gut genug, ich habe es verdient und auch für mich kann und wird es sich verwirklichen, wenn ich mich einfach nur an bestimmte Vorgänge, an bestimmte Gesetzmäßigkeiten halte. Letzte Frage, wie manifestieren wir ein schönes Weihnachtsfest? Indem wir das für uns in Anspruch nehmen. Und einfach dankbar sind. Dankbarkeit ist der Schlüssel dazu. Ja. Ich würde aber gern noch einmal sagen, also das Persönliche, das Individuelle und das Göttliche sind die ganz wichtigen Schlüssel, die wichtigen drei. Und dann kommt es dazu, dass das in Anspruch nehmen erfolgt durch Hineinversetzen oder es fühlen. Habe ich das nochmal richtig zusammengefasst? Das hast du halb richtig zusammengefasst. Du hast nämlich eine Komponente vergessen, weil das Gefühl kommt letzten Endes durch die Handlung. Und ich glaube da, oder es viele scheitern an der Stelle, dass sie meinen, dass sie das alles mit dem Verstand, mit dem Geist, einfach mit Gedanken hervorrufen können. Aber letzten Endes ist es die Handlung, die uns das Gefühl auf irdischer, menschlicher Ebene beschert. Und dass wir eben über das Gefühl, über die Handlung in die Erfahrung kommen, über die Erfahrung ins Wissen, in die Weisheit, aber eben auch in das Gefühl dessen, was die Handlung uns beschert. Ja gut, dann bleibt uns ja noch Potenzial für eine dritte Sendung, nämlich zu dem Thema der Handlung. Und da freuen wir uns drauf. Helma, ich bedanke mich und sende ein Lächeln nach Südafrika und selbstverständlich in die Runde zu unseren Hinhörern. Vielen Dank, lieber Helma. War mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.